Hallihallo und willkommen bei 7 Days to Die mit Anduin. Hallo, grüß euch. Und meiner Wenigkeit Tibor. So, letzte Vorbereitungen zur Blutnacht. Ja. Oh, das schau her, da drinnen liegt der Zombie-Hundeleiche. Okay, du noch. Auf der Ostseite, aber innerhalb unseres Bikes. Ist doch einer reingekommen. Ja, aber nein, der kann nicht reingekommen sein, der muss drinnen gespawnt sein, weil es ist nichts kaputt. Schon wieder, Hanna. Ja, ich hör's. Gut, ich stelle Pfeilspitzen her. Schauen wir mal, was vielleicht schon fertig ist. 41, nicht weltbewegend. Das nehme ich mal. Und da kommt doch schon der nächste. Dass die Hunde jetzt wieder so aggressiv sind. Na gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, umso besser ausgerüstet und größer die Base, umso mehr von diesen Mistviechern. Einerseits und andererseits natürlich unser Schwierigkeitsgrad, ne? Ja. Das ist halt irgendeine Formel, wo sich das hoch multipliziert mit den einzelnen Einstellungen. Und ich glaube, es ist ja auch die große Veränderung, ne? Seit der letzten Release von Fundings ist es ja so, dass deine Ausstattung berücksichtigt wird an den Zombies, die spawnen. Ja, das merke ich. Vor allem auch an den Horden. Das merke ich. Also es wird schon interessant, wenn es Horden. Okay, ich komme. Ich höre sie schon wieder irgendwo. Wie komme ich da raus? Eigentlich, du hast du alles zugemacht? Ah, na, dort, glaube ich. Dein Schneckensystem ist, ja, interessant. Was lachst du? Draußen. Oh, beseitigst du den Leichen quasi? Ich glaube, ich behirne langsam dein Schneckensystem. Ja, es ist leider dadurch schon anders begonnen, und jetzt da irgendwie komischen momentan. Ist irgendwo am Zaun was zu reparieren? Ich habe ein bisschen Eisen. Man muss durchgehen, ja. Okay. Auf der Westseite, auf der Nord- und Südseite glaube ich nichts mehr. Außer sie wären jetzt schon wieder da gewesen. Okay. Irgendwo höre ich einen Schmachten. Ja, ich auch. Gefällt mir gar nicht. Und wie wir in der letzten Folge festgestellt haben, sie spawnen auch innerhalb. Das wird interessant. So. So, ich gehe das da mal durch. Den kompletten Zaun. Mhm. Ich laufe einmal da den inneren Gang entlang und schau mal auf der... Kommst du vorbei? Ups, ja. Und schau mal, ob der Hund da noch dort liegt. Aber komischerweise, was ich vorher raus gesehen habe,
an der Stelle, wo er war, war auf den äußeren Reihen irgendwo was defekt. Na, vielleicht ist er gleich auf den Spikes gespawnt. Mhm. Also, liebe Leute, alles schönflächig aufstellen. Genau, immer rund um sich genug Spikes aufstellen. Dann ist man safe. Die Fortbewegung ist halt ein bisschen... Arsch, mit einem Wert. Ah, jetzt ist er natürlich weg. Mhm. Aber in seiner Nähe ist im äußeren also im Kreis nichts defekt. Finde ich. Da ist direkt. Da ist ein Loch. Wo? Ah, nein, das ist nur versetzt. Das hat von der Ferne so ausgesehen. Ja, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Das schaut komisch aus. Die sind irgendwie versetzt. Ja. Du dürftest manche, weil die kann man ja entweder Mitte innen oder Mitte außen setzen. Mitte innen, Mitte außen ist ein interessanter Begriff. Naja, von der Mitte in die eine Hälfte, ne, weil sie haben ja selbst eine Stärke. Ja. Oder von der Mitte in die andere Hälfte überspringen. So, ich habe ja noch Scratch Metal, glaube ich, drinnen. Genau. In Ordnung zu sein. Wie komme ich da jetzt hin? Hm. Ah ja, das wollte ich auch noch aufbauen. So viel war nicht. So wenig Zeit. Ja. So, ein paar Holzstacheln habe ich noch. Einige wenige. Im Osten ist auch irgendwas kaputt? Nein, nur in der Nordostecke haben sie da. Okay, dann komme ich. Im Osten selbst war nichts. Komme ich retour? Man muss ja jetzt ein Stück laufen, ne? Nein, wo? Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Wo? Da. Ostzeit der Kreischerin. Sie hat mich schon gesehen. Ach, ich bleib gleich hier. Du kannst, wenn du da außen entlang läufst, ja, die Ostseite runter, kommst direkt hin zu ihr. Okay. Sie können eh nicht durchschlagen, gell? Nein. Aha, da ist schon wieder ein gespawnt, den habe ich jetzt direkt gesehen, wie er da entstanden ist. Warum jetzt nicht? Das ist aber auch nicht ungefährlich. Da war das da rum, da kann man erst einen Zombie machen. Okay. Oh. Das ist nicht toll, wenn ich keine Ahnung mehr kann. Wie schaut's da bei dir aus? Ich hab die Kreischerin erledigt. So. Oh, Wespe. Ein Feral-Zombie. Ah ja. Alter, das ist ja... Die hängt im Stacheldraht. Bitte, hat die gerade für sie gebleached? Ja. Macht sie. Warum kann ich die jetzt nicht helfen? Da ist ein Loch auf der Südseite. Ach du Kacke. Okay, lauf da mal rundherum. Da ist auch schon wieder einer herinnen. Des Nächtens machen. Du da oben wirst. Irgendwo ist ein brennender. Da, auf der
das denn wahr sein? Da drüben ist auch einer herinnen. Okay, jede Menge Krabben sind herinnen. Oh, ich habe eine erledigt, aber... Oh nein, das ist gar kein Krabbe. Die hat nur die Füße verloren. Oh, das ist auch eine Art Krabbe. Ein Stacheldrahtzaun. Nix dabei. Ärger machen, aber nix dabei. Was auch gerade gedacht. Ihr seid doch ein paar undankbare Gäste. Ja, der Aufwand. Dann kriegt man das mal was. So. Ich gehe da gleich durch. So, ich da bin vorne an der, kommt schon wieder einer. An der Westseite. Okay. Da ist alles ruhig, da liegen auch keine herum. So, und ich bewege mich in die Südrichtung, weil da ist ein Feralzombie, hat da den Zaun aufgeschlagen. Ich werde die Felder noch bei mir. Sehr gut. Soll ich auch dorthin kommen? Weil ich bin in der Nähe. Und könnte... Kannst du... Jetzt laufe ich in den Stacheldraht, ich Arsch. Was kannst du gerne? Und Regen. Da ist auch offen. Ja, sag ich ja. Na, schau mich an. So. Na, lieb hopp. So. Ich habe leider keine... Ich komm schon mit dem Zaun. Okay. Ups. Da hier vorne wären dann noch welche zum Reparieren. Ja, ja, ich nehme mal die raus, aus hier. So, dann nimm deine Fäumnis raus. Und dann Platz für dich. Okay. Okay. Ich werde das dann noch auffüllen. Ich hab's dann nicht mehr lupfen können da draußen. Weil ich gerade was genommen habe. Oh, der Feralzombie ist da vorne. Den möchte ich aber unbedingt. Magnum Delle. So, dann werde ich da vorgehen. Da fehlt auch ein... Der hat uns da wieder Löcher reingerissen. Das wissen wir, was die Typen anstellen. Ja, so schaut der Nachmittag zur Brutnacht aus. Oh, oh, oh. AK 47 Verschlussgehäuse, jawohl. In Gelb. Also hat es was gebracht. Ah, oh, da fehlen Fackeln. Ich glaube, das kann man lassen. Das schmeiße ich jetzt raus. Das ist eine Mehl. Den Painkiller. Ich habe keine Fackeln dabei. Warum habe ich keine Fackeln dabei? Ich kann da nicht mehr alles reparieren. Ich habe keine Farbwire-Fans mehr, die habe ich aufgebracht. Ich habe kaum mehr Forged Iron. Spikes habe ich auch keine. Da ist innerhalb eine Sau. Die. Ja, die stirbt gerade an den Spikes. Die nehme ich mit. Schweinchen, da hast du Pech gehabt. Jetzt bitte die nächsten paar Minuten keine Kreischer mehr dringend zu. Ja, ich kann da die defekten Teile nicht mehr erneuern. Nix mehr. Wo? Südostecke fehlen dreimal Stacheldrahtzaun und ein paar Wutzbecks. Ich hab Wutzbecks, aber. Ist aber mittendrin, da musst du raufbauen. Die Stacheldrahtzäune werden am Rand. Okay, na, die habe ich nicht, aber da kann ich ja auch Wurzbeck hinstellen.
schlimmstenfalls das nächste Mal rausschlagen. Ne? Mhm. Gut, 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 gut. Ja, ich sehe schon. So, du hast so ein Eklang. Was? Ja, ich habe mich dort in den Nordwestdecker, wenn wir verdammt. Und du hast das mitgemacht. Aber egal, das wird sich erledigen. Das bleibt sowieso mal so stehen. Irgendwann werden die Zombies das ja. Ja. Gut. Und, ja. So. Jetzt scheint es mal ruhig zu sein. Auf der Ostseite liegt noch Zombie-Kadaver oben am Zaun. Ich gehe mal rein, werde ausräumen und ich muss noch die Munition zusammen, oder zumindest holen, gebastelt ist hier. Ja. Und die Pfeile muss ich noch basteln. Ja, ich habe jetzt... Mal drinnen. Mach gleich wieder Spitzen. Soll ich noch welche? Ja, wir werden noch einiges brauchen. Okay. Gut, mache ich. Ah ja, apropos. Stahlbolzen für Armbrüste. Fertig. Ich hab zwei Federn mitgehabt. Sechs Federn brauchen wir dann auch wieder mal. Puh, das ist mir auch eine Federtour. Ja, Wüste. Okay, da liegt auch oder noch was am Zaun. Ja, da gibt's auch. Wir brauchen sowieso Holz auch. Na schau, jetzt. Der Regen ist vorbei. Ist ja schön. 30 Rotting-Flasche wieder reingeben. Sehr cool. Leide ich an Verfolgungswahn oder höre ich die schon wieder? Was hörst du? Zombie. Keine Ahnung. Nein. Okay. Das war wahrscheinlich das eigene Gestöhne beim Laufen. So. Willkommen im Schneckenhaus. So, 109 mm Patronen. Schießpulver. Ach, jetzt kann ich da runter rumlaufen. Dann das Mehl geben. Das ist ja wirklich. Ja, wo willst du dich positionieren? Einmal zum Beginn. Ich werde auf der Rückseite dort, wo die Gärten sind. Okay. Mhm. Nämlich darum habe ich mir dort den Laufkanal so schön betoniert, sage ich mal. Das Glas weggenommen. So, wo muss ich jetzt hin? Probiere ich hin? Ah ja. Ah, ich hätte noch ein paar Woodspikes. Kannst du gerne aufstellen, Ostseite. Okay. Oder auf der Nordseite bin ich mir noch nicht sicher, ob die drei Reihen schon komplett durch sind. Mhm. Ganze Länge. Man sieht es eh überall, wo es noch nicht fertig ist. Das kann ich brauchen. So, jetzt räumen wir aus da. Tier heute da rein. Federn bräuchte. Ui, da haben wir wirklich wenig. Leider. Ja. Ich habe mir gerade vorher einige rausgenommen, dass ich die Pfeilspitzen verarbeite. So, es ist ja momentan sehr ruhig. Ich werde nur noch bis 20 Uhr hier draußen bleiben. Muss man auch noch einiges herrichten. Wenn wir dann irgendwo Holz. Also ein 5000er Stack. Unsere Ressourcen sind mittlerweile sehr knapp. Sehr knapp, ja. Außer Essen. Was wir verbraucht haben beim Aufbau. Außer Steine. Also in der Mine kriegt man jede Menge Steine. Also die waren nicht das Problem. 2 5000er sind noch da. Okay. So, das Greifmittel lege ich vorläufig einmal rein da wieder. Ja. Fortsteigerung ist komplett aus. Ich werde einiges an Material gleich unten in den Kisten lassen, weil wir werden jede Menge zum Reparieren brauchen. Wie zum Beispiel den Concrete Mix.
40 Schrotpatronen sind drinnen. Sehr schön. Das ist für die Tiefra. So, meine sind auch aufgebraucht. Meine Wood Spikes. Dann düse ich mal rein. Irgendwie. Ja, ja, Scheinwerfer müssen wir dann auch noch aufdrehen. Das lasse ich alles hier unten. Ich brauche nicht die sind zum Fertigmachen. 27 Forged Iron habe ich da noch. Die Türe rein. Concrete Mix gebe ich unten rein. Woodlock. Spikes habe ich ein paar. Die kann ich scrappen. Ja, sonst nehmen wir es mit drauf. Ein bisschen Holz. Ja, ich könnte hier in der Nacht so nebenbei Spikes machen, ne? Werden wir sicher dann brauchen, ja. Aber wir haben. Kaum Holz. Kaum Holz mehr. Also. Ich glaube, wir werden vorher Holz farmen. Mhm. Zumindest das, was wir mit Holz haben, kann man ja verarbeiten. Wir brauchen die Federn auch. So, jetzt habe ich noch ein paar Waffenteile, die da reinkommen. Und dann würde ich sagen, dann werden wir die Folge hier beenden und wir hören und sehen uns, sobald die Blutnacht beginnt. Ja, also wenn es euch gefallen hat, schaltet ein und seid dabei, wenn Tag oder Nacht 35 startet. Bis dann, ciao! Ciao!